Aus meiner Sicht gibt es Hinweise dafür, dass die aktuell laufende Erholungsrallye an den Aktienmärkten, insbesondere an den US-amerikanischen Aktienmärkten und hier im Speziellen bei den Tech-Werten, bei den zinssensiblen Werten, bei den massiv abgestraften Werten länger andauern könnte, als so manch einer Kleinanleger zu wissen glaubt. Warum das der Fall ist, wollen wir heute miteinander sprechen. Ich will euch zeigen, welcher Indikator für mich derzeit ganz entscheidend ist und wird. Und ich bin euch aber auch schuldig zu erklären, weil gestern jemand geschrieben hat, haha, wie witzig ist das denn? Der sagt, erst wenn der Kurs einen bestimmten Level erreicht hat, dann können wir sagen, was diese aktuelle Bewegung wirklich wert ist. Das muss man noch vorher wissen. Und ich weiß, dass viele gerade unerfahrene Kleinanleger glauben, man muss immer alles von vorher wissen. Nee, es gibt tatsächlich Situationen, da kann man das besser erahnen, welche Kurspotenziale da sind. Und manchmal kann man sagen, hier ist eine dicke Unterstützung, die kaufe ich. Und dann muss man sehen, was als nächstes kommt. Vielleicht ein Beispiel und vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, denn das war, ich kann es euch hier zeigen, am 4. März 2021. Da war der Nasdaq im Bereich der 12.300 und alle waren so in heller Aufruhr, weil der Nasdaq um 11% gefallen war. Damals habe ich euch gesagt, kauft ihr Narren. Big Tech Crash, Fragezeichen, kauft ihr Narren. Und der Nasdaq ist dann auch sagenhafte 37% in gerade mal 8 Monaten gestiegen. Ich muss aber auch dazu sagen, und ich erspare euch das, dass ich dann schon ab November anfing zu sagen, also ich nehme jetzt Positionen raus, ich nehme Cash rein, ich tue Absicherungen rein und auch mehrfach gesagt habe, kauf nicht ihr Narren, sei es drum. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben hier dann wieder gekauft, aber diesmal bei europäischen Werten. Da habe ich euch auch gesagt, warum ich jetzt wieder kaufe, weil viele gesagt haben, hä, mitten im Crash, warum machst du das? Und dass ich die Position dann auch dort wieder geschlossen habe. Und jetzt vor ein paar Tagen wieder die Info, liebe Leute, es könnte eine Rallye losgehen und wir kaufen. Aber jetzt auch mit dem Hinweis, vielleicht läuft es ja nur in Anführungszeichen hier von den Tiefs gesehen, wir haben auch relativ die Tiefs teilweise erwischt, 11% in Richtung analogischen Widerstandszone. Und jetzt, finde ich, verdichten sich die Anzeichen, dass der Markt nicht in einem, nicht sofort, nicht im Hauruck, sondern durchaus auch rumpelig diese Widerstandszone rausnehmen könnte, um eine etwas größere Rallye zu machen. Viele werden jetzt sagen, ja klar, heute gabst du gute Zahlen, in der Eurozone ist BIP um 0,3% gestiegen. Eigentlich haben ja die Analysten 0,2% erwartet. Ich glaube, wenn wir die Zahlen vor 2 Wochen bekommen hätten, wäre der Markt runtergegangen, hätte man gesagt, ja, nur ein bisschen über den Erwartungen. Einzelhandel in den Erwartungen immer noch sehr stark, 0,9% und vor Monat nach oben korrigiert 1,4% über den Erwartungen. Großartig. Naja, in den Erwartungen und immer noch so ganz langsam abnehmen, was die Einzelhandelsausgaben angeht. Dann sagen die Nächsten, nein, nein, aus China gibt es gute Zahlen. Das ist der dritte Tag in Folge, in der in Shanghai in der ja, restriktiven Zone keine Covid-Fälle gefunden wurden. Und das erhöht die Chance, dass die Restriktionen aufgehoben werden. Deswegen auch chinesische Aktien stark nach oben gegangen. Dafür sind sie aber in Peking ein wenig höher gegangen. Wenn, glaube ich eher, dass es damit zu tun haben könnte, dass JP Morgan, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, habe ich darüber gesprochen, vor 3 Monaten, glaube ich, gesagt hat, China sei uninvestierbar, also die chinesischen ADRs. Und am nächsten Tag hat dann die chinesische zentralistische Regierung gesagt, also erstens arbeiten wir mit US-amerikanischen Regulierungsbehörden zusammen, damit wir auch die Notierungen an den US-amerikanischen Börsen weiterhin ermöglichen können. Dann sollen die Regulierungsbehörden in China ihre Untersuchung bezüglich der Plattformunternehmen bald abschließen und wir würden Aktienkurse unterstützen. Dann sind die Kurse hochgeschossen. Finde ich genial von der JP Morgan Investmentgruppe, Analystengruppe. Die haben jetzt Alibaba und Tencent auf Overweight genommen, 3 Monate nachdem sie gesagt haben, ist nicht investierbar. Finde ich konsequent. Okay, neue Informationen ändern wir.
Ich glaube aber nicht, dass das alles der Fall ist. Denn wisst ihr, ich könnte jetzt auch genauso gut sagen, ey, es gibt Mitglieder in der Fed, die sagen, Inflation ist immer noch das Hauptproblem. Oder als erstes Mitglied sagt Herr Nott vom EZB, ist aber auch einer der falkenhaftesten, die EZB müsse jetzt darüber nachdenken, die Zinsen um 0,5 Basispunkte anzuheben. Was erlauben Fed? Das kann ja wohl nicht sein. Ich glaube, das ist es alles nicht. Was auffällt, ich gucke mir mal einmal die Dollarpaare heute an. Vielleicht ist euch das ja auch aufgefallen. Und zwar zum Beispiel Australdollar, US-Dollar nur plus 0,3%. Euro-Dollar, hört, plus 0,8%. Britischer Pfund, US-Dollar, plus 1,1%. Oder auch US-Dollar, japanische Yen. Oh, ist sogar wieder ins Plus gekommen, hier plus 0,2%. Teilweise stärker abgegeben, auch zum Beispiel Kiwi gegenüber dem US-Dollar mit plus 0,5%. Der Dollar gerät unter Druck. Und diese gesamte Rallye, die wir gesehen haben, guckt euch das mal an, wie hier der Nasdaq unter Druck gerät. Mhm. Was passiert denn eigentlich, das ist seit Anfang des Jahres, was passiert eigentlich bei Euro-Dollar? Guck mal, wie Euro-Dollar auch hier diese Abverkaufsbewegung relativ klar mitmacht, seit Anfang 21. Abverkauf, ich zeige euch nochmal den Nasdaq, auch Abverkauf beginnend im November 21. Das wiederum hat damit zusammen, dass natürlich die Rendite der Anleihen zugenommen hat. Jetzt gibt es einen anderen Indikator, oh, den habe ich gar nicht vorbereitet. Leute, ihr müsst jetzt kurz auf mich warten. Solange ihr auf mich wartet, ihr wisst ja, bei uns sind die Ausgaben alle völlig kostenlos und werbefrei. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, mich zu motivieren und freundlicherweise unseren Kanal zu abonnieren. Denn ihr wisst, Kanal abonnieren und damit motivieren. So war das doch, oder? So, jetzt, wo habe ich den Finder? Ah, nein, ich habe gar keinen Finder offen. Soll ich euch mal was verraten? Jetzt kann ich sagen, wie kann das sein? Denn normalerweise wird mir das immer eingerichtet. Ich hab's gut, ich weiß. Ich hab's richtig, richtig gut. So, Verzeihung. Jetzt. Der muss es sein. Jo. Ich entschuldige mich, dass ihr so lange auf mich warten musstet. Pass auf. In weiß sehen wir die Future-Preise für Weizen. Mhm. Sieht irgendwie stark korreliert mit den anderen Kursen aus. In blau sehen wir die Future-Preise für Brent. Okay, so. Jetzt sehen wir in, was ist das, lila. In lila sehen wir die US-5-Jahre-Break-Even-Rate. Das läuft ja genauso mit den anderen. Und jetzt achtet mal darauf, was hier los ist. Die Kurse gehen zurück, die anderen schießen hoch. Die laufen nicht mehr parallel. Was ist das für ein Lila-Kurs, denn der Esna Ashari uns zeigt? Was ist der US 5-Year Break-Even Rate? Gut, dafür müssen wir jetzt ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Aber ihr habt es euch so ausgesucht, ihr habt hier bei uns eingeschaltet und deswegen wollt ihr auch im Bereich Wirtschaftsökonomie und Deutung für Aktienkurse etwas lernen. Folgendermaßen, Break-Even-Rate wird misst. Wie viel Rendite bringt die 5-jährige Anleihe in den USA nicht inflationsbesichert versus inflationsbesichert? Wenn diese Break-Even-Rate nach oben schießt, dann ist es so, dass Marktteilnehmer mehr auf Inflation wetten, weil sie eher in die inflationsbesicherten Anleihen investieren. Wenn aber dieser Kurs runtergeht, dann gehen Marktteilnehmer davon aus, dass die Inflation nicht höher steigt. Das heißt, die allermeisten am Markt haben jetzt angefangen, eher darauf zu wetten, dass die Inflation demnächst einen Peak erreicht haben könnte. Immer noch hoch, keine Frage. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, habe ich gestern gesagt, dass Inflation jetzt nach unten kommt, die Wirtschaft sich erholt und alles gut sein wird. Ich sage nur, da ist tatsächlich eine Sache eingepreist. Vielleicht könnt ihr euch immer an meine Wolken erinnern, die ich immer über dem Chart gezeichnet habe und gesagt habe, guck mal, der Kurs steigt, 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 aber es sind Wolken der Sorgen. Das habe ich weit vor dem CEO von JP Morgan euch gesagt, dass es Wolken gibt, die über uns hängen, unter anderem der Krieg, unter anderem die Energie- und Energiekrise,
unter anderem natürlich die Inflation, unter anderem die anziehenden Zinsen, unter anderem die nachlassende Wirtschaftswachstumsgeschwindigkeit. Für den Fall, dass wir eine Exazerbation sehen an der Kriegsfront, und natürlich ist es menschlich jetzt schon eine Katastrophe und eine Exazerbation wäre noch schlimmer, ich rede jetzt hier nur über die Kurse, falls das nicht passieren sollte, falls Exporte von Gas in den nächsten Monaten stabil bleiben sollten, dann sind wir so weit, dass der Markt aller Voraussicht nach die Zinsanhebungen der Fed eingepreist hat. Meiner Meinung nach, dieser 5-Jahre-Break-Even-Rate, wenn der nicht mehr korreliert, das heißt, Weizen steigt, Öl steigt, und diese Rate, die in der Regel dafür benutzt wird, was Inflationserwartungen angeht und damit auch, wie sich Marktteilnehmer positionieren, wenn der runtergeht, dann zeigt es meiner Meinung nach, dass der Markt jetzt wieder in Risk-On-Modus geht. Und deswegen hat der Aktienmarkt das Potenzial, diese Rallye fortzusetzen. Obacht! Jetzt. Wir können uns gerne den S&P 500 angucken. Ich habe übrigens mir, wer den Schaden hat, ne, der braucht ja für den, ihr wisst schon, was ich meine, nicht zu sorgen. Ich habe gesagt, wir haben unseren Einstieg 10 Punkte unter dem Tagestief bekommen. Großartig, geht natürlich nicht. Wir haben 10 Punkte unter dem Tagestief bekommen. Also ich habe eine Long-Position im S&P 500 spekulativ. Obacht, der S&P 500 kommt an die psychologische 4000 ran. Und selbst wenn er darüber hinausschießen sollte, guck mal, wie das hier Unterstützung war im Februar, dann wiederum Anfang März, dann wieder Unterstützung gewesen ist im April und dann sind wir durchgefallen. Das heißt, ja, alles, was der Markt jetzt an Stärke zeigt, zeigt er in einen Widerstand hinein. Und deswegen sage ich auch, es kommt darauf an, wie kommt diese Bewegung zustande, wie kommt gegebenenfalls eine Gegenbewegung zustande, der kann sogar das tiefere Tief machen. Und dann ist es ganz entscheidend, selbst wenn er das macht, wie stark ist die Erholung und wie schnell ist die Erholung. Im Moment, aus fundamentaler Sicht, sehe ich, dass der Markt das Potenzial hat, eine Rallye zu machen. Aus technischer Sicht, habe ich euch wiederholt gesagt, ist die Zone beim S&P 500 zwischen 3,8 und 3,9 eine sehr starke Unterstützung. Ich weiß aber auch, dass der Chart gerade schwach aussieht und diese Widerstandszone rausnehmen muss. Und deswegen, je nachdem, wie stark sich die Bullen hier schlagen können, kann ich euch erst sagen, ich glaube, wir können 4,3 machen, wir können 4,5 machen. Die Wahrscheinlichkeit war hier größer, dass wir in Richtung 4,1, 4,2 gehen werden. Das sehe ich nach wie vor. Fundamental hat sich das jetzt erhöht. Mit der 5-Jahres-Break-Even-Rate, mit dem nachlassenden Dollar und der Dollarstärke. Technisch muss ich erstmal sehen, wie sich der Markt hier in dieser Zone schlägt. Hoffe, dass die Ausgabe für euch hilfreich gewesen ist. Hoffe, dass es nicht zu sehr in die, ökonomische und volkswirtschaftliche Schiene gegangen ist, dass es für euch auch hilfreich und nachvollziehbar gewesen ist. Und wenn ihr mögt, natürlich sind wir morgen wieder da. Und danke für eure Aufmerksamkeit.